Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure. Im letzten Part ist uns Myotismon durch die Lappen gegangen. Beziehungsweise hatten wir... Ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann noch Nebenquests gab, aber ich glaube ja, es gab dann Nebenquests, die wir stattdessen erledigt haben, nachdem uns Myotismon durch die Lappen gegangen ist. Und jetzt wollen wir uns erstmal anhören, was uns Genai zu erzählen hat. Einmal mehr haben wir Taichi in der Gruppe. Ich möchte aber auf jeden Fall auch Takeru mit reinnehmen. Ja, und Sora ist okay so. Dann schauen wir uns mal an, was Genai so zu erzählen hat. Genau, wir wollen ihn nämlich jetzt direkt besuchen. Er hat nämlich die Kinder zu sich gerufen. Jetzt erinnere ich mich ungefähr wieder, was passiert. Oder was er gesagt hat. Also die Frage ist jetzt wieder mal, wo lang... Scheint es auf jeden Fall schon mal lang zu gehen. Lass mich mal in Ruhe hier. Wo geht's hier rechts lang? Aha. Sackgasse? Fragezeichen? Perfekt. Gut. Das ist ja immer schön. Die Sackgassen ausschließen. Jetzt wollen wir doch mal hier die Flymons erledigen. Sollte nicht allzu schwer sein, denn die waren ja nicht stark. Ja, genau. Okay, das greift immerhin alle an. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ansonsten ist es halt sehr niedlich, der Schaden. Perfekt. So, Level up. Jetzt auch Agumon schon Level 29. Er levelt einfach davon. So, ein bisschen kämpfen werden wir hier, da der Speicherpunkt direkt daneben ist. Das ist eine ziemlich interessante Truppe. Da können wir auf jeden Fall mal hier unsere volle Power rausholen. Boom, boom, boom. Nicht schlecht. So, Patamon müssen wir ein bisschen aufpassen, natürlich immer noch. Jawohl, Anger. Und der Konter. Trotzdem, dass es noch ein kleines Agumon ist, verdammt viel Schaden. Jetzt allerdings ist es ein Metall-Greymon. Und macht noch viel mehr Schaden. Okay, das Ding geschockt. Ist auch ganz gut. Da kommt nochmal ein Konter. Tschüss, Guvagamon. Und den Rest erledigen wir jetzt einfach durch normale Angriffe, denke ich. Sollte ganz gut hinhauen. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Patamon wird da definitiv nicht drauf gehen. Nochmal ein Konter. Perfekt. Und Tyrannomon wird von Garudamon erledigt. Oh ja, Ultra-Digimon sind schon was Feines. Level up für Sora und Biomon. Das heißt, das war hier jetzt heilen. Deswegen konnte ich den Kampf ja so locker machen. Und wir gehen weiter. Hallo Betamon. Habt ihr denn noch irgendwas auf Lager? Naja, halt ein Tyrannomon. Das habt ihr nicht ihr selber auf Lager, sondern es ist halt einfach nur so, das Tyrannomon. Schauen wir mal. Jawohl. Dann mal Enger. Und ein Konter. Perfekt. Bin nämlich noch am überlegen, ob ich mich überhaupt jetzt hier gegen die Gegner. Das könnte ich nämlich auch so schaffen, rein theoretisch. Mal schauen. Vielleicht habe ich dann irgendwann kein Bock mehr, weil Tyrannomon zu viel AP hat, aber rein theoretisch sollte es ungefährlich werden. So. Na, es lebt immer noch. Kick. So, Agumon, du darfst jetzt erstmal direkt aufs Tyrannomon angreifen. Da drum, du hast das Ding jetzt mal weg.
Wunderbar. So, und jetzt bleibt nur noch Tyrannomon übrig. Welches ausgekontert wird. Wunderbar. So, Morning-Kombos hätte eigentlich auch mal nichts dagegen wieder. Jetzt zum Beispiel wäre es perfekt. Aha. Schwarz, jawoll. Na, leider geht mein Angriff wieder zurück. Das heißt, nicht mehr ganz so viel Schaden. Kam die Morning-Kombo gerade nochmal rechtzeitig. Und das war's dann so ziemlich mit Tyrannomon. Auf Wiedersehen. So, hätte man natürlich ein bisschen beschleunigen können für SP, dann hätte ich weniger Schaden genommen. Aber dann wiederum, der Schaden ist sehr, sehr gering. Und die SP könnte ich vielleicht nochmal gebrauchen. Auch nicht, oder? Ein Leuchtsignal. Und auf einmal eine Treppe. Runter geht's. Und damit sind wir bei Genai. In einem relativ interessanten Garten unter dem Meer. Das erste Mal, dass wir Genai auch in Person sehen. Oh, okay, wir sind halt Izzy unterwegs. Warum auch immer. Wieder Fragen. Sieht nicht ganz so richtig aus, ne. Schon besser. So. Hallo Yamato. Ach, da war es nicht das erste. Und dann alle beim zweiten. Das ist einfach nur, damit wir uns ein bisschen wieder unsere Ränge hochmachen. So, diesmal aber das erste, oder? Muss ja auch mal wieder das erste sein. So, sitzt hier noch irgendwer rum? Nee. Und ich kann auch nicht weiter. Gut. Dann über die Brücke. Da ist noch Joe. Okay, und da war es das zweite. Und wir bekommen nochmal einen Rank up. Und das war es auch schon anscheinend. Gut. So, genau, Genai erzählt uns jetzt genau, was die Digi-Welt ist. Und wie sie mit der echten Welt verbunden ist. Genau, wir bekommen jetzt hier die Karten, womit wir das Tor öffnen können. Allerdings weiß man noch nicht genau, wie man sie legen muss. Ich frage mich, ob das dann gezeigt wird.
So, mit den Karten können wir jetzt zurück in Miyotosmons Schloss und auch das Tor öffnen. The Chase, Hurry to Japan. Zunächst wollen wir aber erstmal in den Amusement Park zurück. Na, und vor allem schnell Teil auswechseln. Da, da, da. Sind beide 25 inzwischen. Nehmen wir Sora noch mit. Und starten das hier. Haben wir zwei Ultra-Digimon dabei, falls irgendwas passiert. Ich meine, ja, es ist ein bisschen blöd, dass die Sidequests hier so angelegt sind. Immerhin müssten wir jetzt eigentlich wirklich mal zurück. Jetzt hätten wir mal Zeitdruck. Was? What? Auf einmal treten Matt durch, was zur Hölle? Nochmal ein Rank-Up. Mal zwei Rank-Ups für die beiden hintereinander. Das war ja klar, jetzt ist er natürlich wieder raus aus der Gruppe. Dann nehmen wir Toshiro gleich mal mit rein. Koshiro, nicht Toshiro. So. Dann haben wir immer noch damit zwei Ultra-Digimon drin. Sora auch noch. Jawohl. So. Wo ist er jetzt aber hin? Warum ändert sich jedes Mal die Musik hier? Und dann wieder zurück. Mich würde echt gerne mal interessieren, was sie alle mit ihm bereden. Hallo. Yamato, warum drehst du durch? Ein starrer Blick. Sehr, sehr merkwürdig. Was ist los mit ihm? Und wo ist er jetzt hin? Du, du, du. Yamato, wo bist du? Hier an dem Ding? Ja. Ah, von Wademon. Ja. War ja klar, dass irgendwie sowas kommen musste. So, das heißt nochmal gegen Wademon diesmal. Allerdings diesmal nicht nur alleine mit Tentomon. Wobei das auch dabei ist. Dieses Mal haben wir ein paar mehr einschlägige Angriffe. Was? Und dann kriegen wir jetzt mal die Slow Attack hoffentlich. Jawohl. Duction Ray, okay. Kein Problem. Bats. Verdammt. Das wollte ich nicht. Und der Duction Ray. Aber wir machen jetzt einfach unsere stärksten Angriffe. Leider in die falsche Richtung. Das macht nicht wirklich viel Schaden. Aber jetzt vielleicht mit Koshiro? Nee, leider nicht. Dann jetzt nochmal mit Garudamon. Jawohl. Sonnenbonding-Kombo macht dann doch schon viel, viel mehr Sinn. Arz. So, jetzt muss Patamon sich erstmal selber heilen.
vorher noch ein Unglück geschieht. Weil es ja relativ egal ist, soweit ich das mitgekriegt habe. Selbst wenn man K.O. geht, kriegt man die Erfahrung und man lebt wieder. Mit einem HP, aber das wäre in dem Fall jetzt wahrscheinlich egal. Bats. Mute Ray. Okay, damit hätte er wahrscheinlich meine Skills gezielt. Jawohl, nochmal eine Bonnie-Kombo mit Garudamon. Damit haben wir das Wademon fast. Ah, den überlebt es vielleicht noch. Aber jetzt das wahrscheinlich nicht mehr. Perfekt, Patamon. So, 4600 Erfahrung, sehr gut. Direkt ein weiteres Level-Up. Und Yamato ist wieder normal. Cure All. Cures Poison Sticky and Skill Seal for one Ellie. Okay. Und ein weiteres Rank-Up. Jetzt muss TK eigentlich nur noch digitieren können, dass Phoenix Angemon wieder dabei ist. Kann es denn, dass Yamato Angst vor Achterbahn hat? Wobei ja keine wirkliche Achterbahn da ist, sondern ein Riesenrad. Aber es sieht so aus, als wäre es. Naja, warum auch nicht. So, machen wir jetzt endlich mal weiter wieder mit der Hauptstory. Und bleiben einfach mal direkt dabei. Jo. Ach, bloß, ich muss wieder durch das ganze Schloss. Oh nein. Ach nein. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo ich da lang bin. Oh, hi. Hier sind ein paar Devidramons unterwegs diesmal. Ach du Schande. Agumon, stell dich dazwischen. Nein. Ah, verdammt, ich dachte, er bleibt irgendwann stehen. Okay, aber ein Barkemon ist kein Problem. Oder besser gesagt, sollte keins sein. Batz. Okay, die Frage ist jetzt halt wieder, wo zur Hölle bin ich lang? Ich muss den Weg wieder finden. Könnte problematisch werden. Ja, scheiße wieder. Macht nicht mal zu wenig Schaden. Dafür noch alle diese Statuseffekte. Definitiv eine ziemlich coole Attacke. Wäre ganz praktisch, wenn ich sowas könnte. Death Charm. Na gut. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie einen Weg finden. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Ich bin mir nicht sicher, dass ich jetzt über so ein Ding laufen musste. Da oben ist der Speicherpunkt, oder? Ja. Okay. Das heißt hier schon mal nicht. Da ich da oben nicht langkomme, müssen wir wieder runter. So. War es hier von einer? Ich glaube nicht. So, dir entkommen wir sowieso nicht, also bekämpfen wir dich. Devidramon. Wir nehmen dich erstmal ernst. Ich bin nämlich nicht sicher, wie stark du warst. Ja, das ist schon ganz schön. Flop. Crimson Nail. Okay. Wird gekontert. Perfekt. So. Demonic Gale. Geht auf alle. Ja. Schock, perfekt.
Nein, man greift trotzdem noch an. Genau deswegen. Boom. Wunderbar. So, ich mach das jetzt einfach. Wenn ich immer 10-mal umherrennen muss, mache ich mir hier wieder einen Spielstand. Okay, es war sogar richtig. Da war nachher nur wieder das muntere Teleporter-Raten. Hier musste ich schon mal lang. Da bin ich mir relativ sicher. So, jetzt kam das hier. Es auch wieder zwei Teleporter gab. Beziehungsweise drei und ich nicht sicher bin, welchen wir nun nutzen müssen. Wieder ein Devidramon. So, wir kümmern uns aber erstmal um das Barkemon. Haben wir den Fire Hurricane? Ah, cool. Sieht doch mal ganz stylisch aus. So, du darfst jetzt auch dieses Mal ein Mega Heal Plus machen. Crimson Nail auf Patamon selbst, okay. Bats. Jawohl. Solche Bonding-Kombos sind doch klasse. Wenn ein Ultra-Digimon nochmal angreift, oder zusätzlich angreift, das ist doch immer was, was man gerne hat. Red Eye. Oh. Fraglich, was das tut. Ich möchte es vielleicht gar nicht herausfinden. Wer weiß. So, das war's dann aber für ihn. Ja. Der Konter beendet es. Aber auch so wäre er jetzt erledigt gewesen. Ein Level-Up für Biomon. Das heißt, ich werde dann sogar einfach mal die Party kurz ändern. Und statt Sora Gabumon mit reinnehmen. So, und jetzt wie gesagt, weiß ich nicht, wo ich lang muss. So nicht. Ich glaube aber, dass es da war. Und das sieht ziemlich gut aus. Es sind zumindest einiges an Devidramon wieder. So. Spatz. Metal Greymon. So, Vergagumon kann man schon wieder sehen, ist ziemlich schnell. Der überholt das sehr, sehr einfach, auch der Vidramon wieder. Macht dadurch ziemlich viel ziemlich guten Schaden. Einfach weil er schneller ist. Wenn Greymon halt allgemein ein bisschen mehr Schaden macht. Und dann eben auch noch den Konter für sich hat. Zusammen mit Enga, versteht sich. Und dann sieht man, Garurumon greift jetzt schon wieder an. Garurumon hat, glaube ich, dreimal angegriffen, Metal Greymon einmal. Oder so. Kann auf jeden Fall hinkommen. So. Jetzt war, glaube ich, das wieder mit den zwei Teleportern. Ja. Einer war richtig, einer war falsch. Das war der falsche. Der obere war der richtige. Hallo Barkemon und tschüss Barkemon. Oder ich bin jetzt doch am vollkommen falschen Ort. Okay, das war... Ups. Doch der falsche Ort. Na komm. Das kann mir ja Barkemon schon anhaben. Jetzt machen wir erstmal das Numemon ein bisschen kaputt. Plopp. Au.
Du Sau. Seht euch jetzt an, wie schnell Gabumon einfach ist. So, Mega Heal nochmal auf sich selbst. Ah, verdammt, das war auf Agumon. Naja, dazu werden wir schon noch kommen. Na, es sei denn, Agumon killt ihn jetzt. Gerade so nicht. Maßarbeit. So. Gut, dann würde ich sagen, wir suchen noch den Weg. In dem Part, warum nicht? Wir sind eh einmal dabei. Ah, da geht's ja wieder nicht. Da geht's ja wieder nicht zurück. Oder? Ging's da nochmal zurück? Ich glaube nicht. Nee, ging's nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns doch im nächsten Part. Ja, wenn ich nochmal den richtigen Weg gefunden habe. Bis dann!